Wir leben Wrestling. Snoop Dogg verliert WWE-Titel. Rapper Snoop Dogg besitzt einen komplett goldenen WWE-Titel, den er im August von Bianca Belair und Becky Lynch bei der WrestleMania Launch Party überreicht bekam. Auf Twitter schrieb Snoop Dogg, dass er den Titel mit auf ein Konzert genommen habe, um ihn zu präsentieren. Jetzt sei der Titel aber verschwunden. Snoop bat Fans in seinem Post um Hilfe. Wer den Titel sehe, solle sich bei ihm melden. Inzwischen hat auch WWE den Vorfall geteilt. Dax Harwood bricht sich das Steißbein. Dax Harwood scheint sich bei Ring of Honor Final Battle im Match gegen die Briscoes verletzt zu haben. Bei AEW Rampage gab Harwood an, sich das Steißbein gebrochen zu haben. Dabei handelt es sich wohl nicht um eine Storyline-Verletzung, wie Harwoods Twitter-Account zu entnehmen ist. Er postete ein Foto seiner vermeintlichen Verletzung und dazu ein Video des Spots, bei dem er sich verletzt haben will. Demnach handelte es sich dabei um einen Superplex auf mehrere Klappstühle im Ring. Jim Duggan fertigt Eindringling ab. Wie Wrestling Inc. berichtet, ist am 8. Dezember ein Mitte-20-Jähriger durch die unverschlossene Haustür in das Haus von WWE-Legende Jim Duggan eingedrungen. Duggan gab im Interview an, er habe den Eindringling niedergeschlagen, bevor er seine Pistole gezogen und den Mann damit in Schach gehalten habe. Als die Polizei eintraf, habe sich allerdings herausgestellt, dass der Eindringling auf der Flucht vor anderen Personen war und bei Duggan Schutz gesucht hatte. Duggan sagte, er danke Gott, dass er den jungen Mann nicht erschossen habe. Achtung! Die folgende Meldung enthält Spoiler zu WWE SmackDown. John Cena kehrt zurück. Es wäre das erste Mal seit 20 Jahren gewesen, dass John Cena das ganze Jahr über in keinem Match bei WWE zu sehen ist. Dieser Fall tritt nun aber doch nicht ein. In der aktuellen Ausgabe von Friday Night SmackDown schaltete sich Cena überraschend in einem Videosegment zu und sprach zur im Ring versammelten Bloodline. Cena gab an, dass Kevin Owens sich an ihn gewandt hätte, da Owens Unterstützung gegen Roman Reigns und Sami Zayn gebrauchen könnte. Cena nahm die Einladung von Owens an und wird gemeinsam mit KO am 30.12. bei SmackDown in einem Tag-Team-Match auf Roman Reigns und Sami Zayn treffen.